dann können wir pünktlich anfangen, so wie ich das sehe, Punkt 11 Uhr. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen, sehr geehrte Dame und sehr geehrte Herren von der Presse. Sie hatten ja letzte Woche 3 spannende Tage in Karlsruhe verbracht. Der eine oder andere war ja auch vor Ort. Es war teilweise immer überfallartig in den Pausen, dass dann eben unser Prozessbevollmächtiger, der Anwalt Richter, also unser Parteivorsitzender Frank Franz, immer überfallartig dann belagert worden. Und man konnte also nicht in die Tiefe gehen. Deswegen besteht heute die Möglichkeit, nochmal das Geschehen in Karlsruhe genauer zu erörtern, falls Bedarf besteht, beziehungsweise auch eine kleine Vorschau, wie es denn unsererseits weitergeht. Da haben wir auch einen sehr umfangreichen Schriftsatz von weit über 500 Seiten eingereicht letzten Mittwoch. Dazu kann der Amtsleiter Recht Frank Schwert mit Sicherheit was sagen. Dann werden wir auch noch mal kurz die Landtagswahlen am nächsten Wochenende beleuchten. Da gibt es auch eine kleine Überraschung, die wird dann der Parteivorsitzende Frank Franz vorstellen. Ich übergebe erstmal, weil wir ja den Schwerpunkt heute gelegt haben, auf das Verbotsverfahren eingangs, erstmal an den Amtsleiter Recht Frank Schwert. Ja, wir werden sicherlich eine. Können Sie die Mikros umstellen, bitte? Bitte? Die Mikros ein bisschen richten. Ah ja. Hören Sie mich jetzt besser? Ja. Das ist freut. Ist schön. Ja, wir werden sicherlich eine kurze Stellungnahme von mir zu diesen 3 Tagen erwarten, wie wir es bewerten, den Ausgang der 3 Tage. Ich denke mir, es sind also wesentliche Vorwürfe gegen die NPD, die also auch in den Medien gehandelt worden sind, die haben sich also nicht bewahrheitet dort. An den 3 Tagen bemerkenswert finde ich, dass also die beiden zunächst so bezeichneten Schwerpunkte und schwerwiegenden Vorwürfe gegen die NPD, nämlich die wesentliche Verwandtschaft mit dem Nationalsozialismus und zum anderen die Verbreitung von Angstzonen, die also durch das Gutachten des Politologen Borstel begründet und bewiesen werden sollten, dass diese beiden dort überhaupt gar keine Rolle spielten. Ich kann mich gut erinnern an die beiläufige Bemerkung von Herrn Präsidenten Voskuhle, dass eben halt dieses Gutachten des Instituts für Zeitgeschichte, dass dieses Gutachten ja also keine besondere Bedeutung für das Verfahren hat. Und wie Herr Borstel sich dazu geäußert hat, wissen diejenigen, die dabei waren. Herr Borstel hat zwar gesagt, dass die NPD sicherlich in verschiedenen Bereichen, Mecklenburg-Vorpommern, eine gewisse Dominanz hat, aber diese Dominanz mit Sicherheit nicht zu Angstzonen führt. Die Dominanz ist auch deshalb dort, weil natürlich die anderen etablierten Parteien sich also dort zurückziehen. Und es ist letzten Endes ja die Aufgabe einer Partei, eben das zu tun, was Parteien laut dem Artikel 21 des Grundgesetzes zukommt, nämlich Präsenz zu zeigen, sich an der politischen Willensbildung des Volkes zu beteiligen. Ich denke mir, dass wir vielleicht noch 1 oder 2 Tage weitere Verhandlungstage haben nach den 516 Seiten, die Peter Richter, unser Anwalt, dem Gericht am Mittwoch vorgelegt hat. Da dort sicherlich in einigen Punkten noch Klärungsbedarf ist, dass aber das Urteil so lauten wird, dass die NPD mit Sicherheit nun also nicht die freiheitlich-demokratische Grundordnung gefährdet. Jedenfalls auch diese Punkte, die also uns vorgeworfen werden und dass wir also durchaus danach als Partei das tun können, was eben wir als Partei machen müssen, nämlich um die Wähler uns zu bemühen und dann also um Einfluss und politischen Einfluss sich zu bemühen. Vielen Dank, Frank Schwert. Kurzer Hinweis, die Fragerunde beginnt dann, wenn auch der Parteivorsitzende auf seine Einschätzung vom Verfahren abgegeben hat und wird auch die Vorschau zur Landtagswahl vonstatten gegangen ist. Ich übergebe jetzt das Wort an den Parteivorsitzenden. Ja, ich darf Sie zu unserem Pressegespräch auch herzlich begrüßen. Vielleicht auch ganz kurz eine kleine politische Einschätzung zum Verbotsverfahren in der vergangenen Woche. Ich glaube, oder zumindest ist das unsere Einschätzung, dass sich unsere Sicht auf dieses Verfahren in weiten Teilen bestätigt hat, nämlich dass es sich nicht um ein Verfahren handelt, das juristisch fundiert ist. Vielmehr ist es ein Verfahren, das politisch motiviert ist. Das kam auch durch die etlichen Nachfragen des Zweiten Senats im Grunde immer wieder zur Geltung.
dass immer wieder nachgebohrt wurde und gefragt wurde, wo denn jetzt nun dieses angeblich aggressiv-kämpferische ist, wo das darauf ausgehen bleibt, weil der Bundesrat sehr viel vorgebracht hat, sehr viel Behauptungen aufgestellt hat, die aber letztendlich durch dieses darauf ausgehen oder in Bezug auf dieses aggressiv-kämpferische eben nicht untermauert werden konnte. Am Ende blieben viele Behauptungen im Raum, sodass unser Eindruck, wie ich eingangs erwähnte, bestätigt wurde, dass es sich eben nicht um ein Verbotsverfahren handelt, das juristisch fundiert ist, sondern vielmehr um ein politisches Kampfwerkzeug, kann man sagen, mit dem die etablierten Parteien genau in dem Moment, wo die Ereignisse eintreten, vor denen wir seit Jahren warnen, eine politisch unliebsame Partei aus dem politischen Diskurs werfen will. Es wurde ja mehrfach behauptet, die Partei, die NPD, wolle sich nicht am politischen Meinungspluralismus beteiligen, sie wolle sich nicht am politischen Diskurs beteiligen. Die Wahrheit ist aber, dass die NPD diese Angebote immer wieder macht. Wir bieten uns immer wieder an, in den politischen Diskurs zu treten. Es sind die etablierten Parteien, die das ablehnen, die nicht mit uns sprechen wollen, sondern jetzt hier in ihrer Form als Bundesrat, denn dadurch kommen die Parteien ja im Grunde zur Geltung, versuchen das Verbotsverfahren zu missbrauchen, um eine politische Konkurrenzpartei loszuwerden. Und warum der Bundesrat bzw. die etablierten Parteien Angst vor uns haben, das zeigen im Grunde die Wahlergebnisse von gestern in Hessen. Ich will Ihnen da ganz kurz ein, zwei Ergebnisse nennen. Dort, wo wir angetreten sind und dort, wo wir einen intensiven Wahlkampf geführt haben, auch natürlich mit dem Thema Asylzustrom, dort haben wir ganz beachtliche Ergebnisse erzielt. Als Beispiel ist zu nennen die Stadt Büdingen, wo die NPD auf 14% kam, rund etwas mehr als 14%. In Wetzlar hat die NPD etwa 10% erreicht und in manchen Orten, wie zum Beispiel dem Stadtteil Michelau, da sind wir auf über 30% gekommen und sind teilweise sogar stärkste Partei geworden. Da habe ich natürlich Verständnis für die Altparteien, dass ihnen die Fälle davon schwimmen, dass sie versuchen, uns hier auszuschalten. Nur die NPD ist an der Asylkrise nicht schuld, sondern wir sind diejenigen, die seit Jahren auf diese Probleme hinweisen und die das kritisieren. Ich glaube, das ist auch ein gutes Signal für die Landtagswahlen, die am kommenden Sonntag stattfinden. Die Landtagswahlen finden statt in Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Und wir werden jetzt natürlich alles daran setzen, in dieser Woche das Signal auszugeben, dort, wo die NPD antritt, dort, wo wir intensiv Wahlkampf führen, dort sind auch zweistellige Ergebnisse drin und dort, wo die NPD auf dem Stimmzettel steht, wo also die Vertretung deutscher Interessen auf dem Stimmzettel steht, dort macht es Sinn, dort ergibt es Sinn, Nationaldemokraten anzukreuzen. Ich bin also sehr zuversichtlich, dass die NPD bei den Landtagswahlen am kommenden Sonntag zumindest sehr gute Achtungserfolge erzielen wird und dass wir in Sachsen-Anhalt die Chance haben, in den Landtag einzuziehen. Davon gehe ich aus. Wir werden unseren Wahlkampf in dieser Woche nochmal sehr intensivieren und ich will dazu ganz kurz einige Anmerkungen machen, die unsere Kampagne betreffen, die wir jetzt in der letzten Woche auch nochmal fahren werden. Im vergangenen Jahr sind etwa nach offiziellen Schätzungen 1,1 Millionen Flüchtlinge und Asylbewerber nach Deutschland gekommen und die Gewerkschaft der Polizei hat erklärt, dass im Grunde nur etwa 10% derer überhaupt noch registriert werden. Wir haben es also mit einem Zustand zu tun, wo Millionen Menschen in unser Land kommen, rechtswidrig vielfach in unser Land kommen, von denen wir überhaupt nichts wissen. Wir wissen im Grunde nicht wirklich, wie viele das sind, wir wissen nicht, wo die sind, wir wissen nicht, warum sie hier sind und was sie hier wollen. Wir wissen aber, spätestens seit der Silvesternacht in Köln, aber auch seit den Anschlägen in Paris, dass wir es diesbezüglich auch mit einer Gefährdung des inneren Friedens zu tun haben. Es ist also auch eine
ein innenpolitisches Problem, ein Problem der öffentlichen Sicherheit, das die Kanzlerin und der Innenminister nicht einfach so vom Tisch wischen können unter Nennung von Toleranz und Menschenrechten, sondern es geht hier ganz eindeutig auch um die Rechte von uns Deutschen und um die innere Sicherheit. Deshalb sagen wir, dass man das Thema Asylkrise nicht einfach so beiläufig behandeln kann, sondern es geht hier tatsächlich um ein Thema, das uns in den nächsten Jahren noch sehr viel Zeit, Aufmerksamkeit und Geld kosten wird. Es wurde gesagt, dass 2016 und 2017 wir mit etwa 50 Milliarden Euro rechnen müssen, was uns diese Krise kosten wird. Und wenn man bedenkt, dass ein Bundesetat etwa 300 Milliarden Euro kostet und wir alleine für diesen Bereich innerhalb von 2 Jahren etwa ein Sechstel eines ganzen Bundesetats ausgeben, dann haben wir eine Vorstellung davon, was uns diese Asylkrise überhaupt kostet. Es gibt neben uns, das wissen Sie, auch eine andere Partei im politischen Meinungsstreit, die AfD, die genauso wie wir in den Landtagswahlen um Aufmerksamkeit und Wählerstimmen ringt. Und uns ist völlig klar, dass es etliche Unterschiede zwischen der AfD und uns gibt. Die AfD favorisiert zum Beispiel den Weg, dass man Einwanderung nur besser organisieren muss. Wir allerdings sind der Meinung, dass man die illegale Zuwanderung nicht nur irgendwie organisieren muss, sondern dass sie gestoppt werden muss. Wir sind der Meinung, dass Deutschland kein Einwanderungsland ist. Die Parteivorsitzende der AfD, die Frau Petri, sieht das offenbar etwas anders. Es gibt also etliche Unterschiede. Zu nennen sind auch außenpolitische Umstände. Ich nenne nur das Stichwort Westbindung und einige andere Themen. Der Punkt ist aber, dass wir, das ist zumindest unsere Meinung, dass wir inzwischen einen Zustand erreicht haben, insbesondere durch die Flüchtlingskrise, wo es nicht mehr um kleine Differenzen gehen kann, sondern wo die Parteien, die grundsätzlich in eine ähnliche Richtung wollen, auch an einem Strang ziehen sollten. Wie gesagt, es gibt etliche Unterschiede in den Feinheiten, aber insgesamt sind wir der Auffassung, dass sich NPD und AfD nicht als Gegensatz zueinander begreifen sollten, sondern als gemeinsames Gegenmodell. Insbesondere die letzte Landtagswahl in Sachsen hat gezeigt, da wo wir nur ganz knapp an der 5%-Hürde gescheitert sind, dass aber grundsätzlich das Wählerpotenzial für zwei heimatstreue und patriotische Parteien da ist. Das Wählerpotenzial ist ausreichend vorhanden und darum werden wir in der letzten Woche des Wahlkampfes noch einmal eine Kampagne fahren, wo wir den Wählern sagen, es reicht für zwei Parteien, wählt mit der Erststimme die AfD und wählt mit der Zweitstimme die Nationaldemokratische Partei Deutschlands, Zweitstimme NPD. Wir sind in die Mitte, bitte. Danke. Wir werden mehrere tausend dieser Plakate in der letzten Woche zur Landtagswahl aufhängen und werden den Wählern nochmal mit auf den Weg geben, dass ausreichend Platz für zwei patriotische Parteien da ist. Ist das abgesprochen mit der AfD? Zu möglichen Absprachen machen wir keine Aussagen. Ihre Aufgabe, das herauszufinden. Das verstehe ich nicht. Ist das eine Pressekonferenz oder eine Rätselshow? Also, wenn es Absprachen gibt, müssen Sie noch was dazu sagen. Sorry, Sigmund vom RBB. Ja. Ich würde sagen, wir können auch gleich dann in die Fragerunde einsteigen. Ja. Und wäre mal schön, wenn Sie Ihr Medium dazu nennen. Ja, was Sie schon gemacht haben, wunderbar. Ja, also das kommt nochmal. Norbert Sigmund und von Berlin-Brandenburg gibt es Absprachen mit der FDP für eine gemeinsame Kampagne. Ist das überhaupt eine gemeinsame Kampagne?
Das ist zunächst eine Kampagne der Nationaldemokratischen Partei und inwiefern es Absprachen und auf welcher Ebene es die gibt, dazu werde ich mich an der Stelle nicht einlassen. Warum? Weil ich mich an der Stelle dazu nicht einlassen werde. Ja, bitte. Haben Sie bisher von einigen tausend Plakaten haben Sie gesprochen, gerade in Sachsen-Anhalt werden die aufgehängt? Wir werden auch welche in Rheinland-Pfalz aufhängen. In Baden-Württemberg ergibt das wenig Sinn, weil es dort nicht um Erst- und Zweitstimme geht. Das ist natürlich für uns insbesondere im Landtagswahlkampf Sachsen-Anhalt von besonderer Bedeutung. Ist das vielleicht auch ein Indiz dafür, dass Sie in Zeiten des Erfolgs von Pegida und AfD Angst haben, dass Sie tatsächlich in der Bedeutungslosigkeit verschwinden, wie das ja auch im Zusammenhang mit dem Verbotsverfahren gesagt wurde? Ich glaube, ich habe eben an den Kommunalwahlergebnissen aus Hessen deutlich gemacht, dass wir nicht in der Bedeutungslosigkeit verschwinden, sondern dass wir dann und dort, wenn wir intensiv Wahlkampf führen und uns um die Wähler bemühen, dass wir dann auch erfolgreich sein können. Wir sind eine relativ kleine Partei, wir können natürlich nicht flächendeckend in der ganzen Bundesrepublik Ergebnisse von 30% erzielen, zumindest zum derzeitigen Zeitpunkt nicht, aber wenn wir uns Orte rausgreifen und wenn wir uns Regionen raussuchen, in denen wir intensiv Wahlkampf führen, dann sind dort auf jeden Fall zweistellige Ergebnisse möglich. Ja, Frau Tagesschmiede, was ist denn mit Ihren eigenen Erststimmen in Sachsen-Anhalt? Die NPD tritt nur sehr, sehr bescheiden mit Erststimmenkandidaten an, insofern ist das, wie viele sind das? Nicht erheblich. In Rheinland-Pfalz haben wir, in Rheinland-Pfalz treten wir überhaupt, glaube ich, gar nicht mit der Erststimme an. Oder nur sehr vereinzelt, und in Sachsen-Anhalt auch insgesamt zwei oder drei Erststimmenkandidaten. Also Sie sagen mal zwei bis drei? Ja. Sind Sie jetzt begeistert? Naja, das ist natürlich mit dem Landesverband abgesprochen. Wir machen das nicht hier aus dem Elfenbeinturm in der Parteizentrale heraus, sondern das ist natürlich mit den Verbänden abgesprochen. Trotz der Erfolge gestern punktuell in Hessen ist ja trotzdem sehr unwahrscheinlich, dass wir ein Direktmandat holen, davon abgesehen. Deswegen können wir natürlich diese Aktion auch in Rheinland-Pfalz fahren. Ja, dir würde es vielleicht gefallen umgekehrt. Erststimme für Sie, zwei Stimmen für die AfD. Also wenn man sich die Umfrage oder die Prognosen oder die Vorwahlumfragen ansieht, dann ist davon auszugehen, dass die AfD in allen Landtagen vertreten sein wird und insofern glaube ich nicht, dass es da schmerzhaft für die AfD sein wird, wenn sich der eine oder andere kurz vor der Wahl nochmal für die Nationaldemokratische Partei entscheidet. Ja. Wie eben bereits erwähnt, hat die Landtagswahl in Sachsen gezeigt, dass durchaus ausreichend Wählerpotenzial für beide Parteien da ist. Planen Sie denn eine künftige Zusammenarbeit? Zum derzeitigen Stand, wie gesagt, will ich mich an der Stelle nicht einlassen. Es gibt die ein oder andere Zusammenarbeit bereits auf kommunaler Ebene. Sie haben vielleicht die Berichterstattung im Vorfeld des Verbotsverfahrens gesehen. Dort gab es ja diverse Magazine, die über die NPD berichtet haben. Dort ist schon zur Sprache gekommen, dass es im ein oder anderen Kommunalparlament die ein oder andere Zusammenarbeit gibt. Inwieweit sich das in Zukunft auch auf anderen Ebenen ergeben sollte, das bleibt abzuwarten. Gibt es ja Gespräche über mögliche Zusammenarbeit? Wie gesagt, auf Kommunalebene ist das durchaus hier und da gängige Praxis, dass man sich abspricht, auch Anträge miteinander abstimmt und inwiefern sich das in Zukunft auf andere Ebenen, also auf Landesebene oder ähnliches, so ergeben wird, das bleibt abzuwarten. Also das heißt, Sie warten ab, Sie reden oder nicht? Ich sage nochmal, dass ich dazu zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben machen werde. Es gibt Gespräche auf unterschiedlichen Ebenen, aber wie und wo? Vielleicht ab Sonntagabend, damit beide Parteien im Landesparlament Sachsen-Anhalt sitzen. Gibt es weitere Fragen? Ja, nochmal zu Sachsen-Anhalt. Was macht Sie denn so, sagen wir mal, optimistisch, dass Sie in den Landtag kommen können? Im Moment liegen Sie den Umfragen, die ich richtig verfolgt habe, bei unter 3%. Naja, das war in anderen Landtagswahlen auch schon so. Und dann ist die NPD doch mit über 5% eingezogen. Noch dazu müssen wir sehen, dass sich die Ergebnisse seit dem Verbotsverfahren auch in Hessen deutlich nach oben korrigiert haben. Und wir waren in der letzten Woche außerordentlich massiv in der Berichterstattung.
werden jetzt auch nochmal unseren Wahlkampf in Sachsen-Anhalt, natürlich auch in den anderen Bundesländern Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg intensivieren. Und oft war es so, dass sich ein Wahlkampf auch in der letzten Woche entschieden hat. Müssen wir abwarten. Bitte. Haben Sie eigentlich Mitglieder verloren durch den Erfolg der AfD, also auch in Richtung AfD? Da haben wir jetzt keine detaillierten Erkenntnisse, wie sich die Mitglieder- oder Wählerwanderungen verhalten. Ich kann nur sagen, dass sich im letzten Jahr die Mitgliederzahlen erstmals seit vielen Jahren nicht nach unten, sondern wieder nach oben korrigiert haben. Wir haben im letzten Jahr Mitgliederzugewinne verzeichnen können, trotz einer AfD, und das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen, und das hoffen wir natürlich, dass sich das jetzt auch in den Landtagswahlen bestätigen wird. Wo sind die Mitglieder aktuell im Moment? Wir haben etwa 5.200 Mitglieder. Wie viele sind in Sachsen-Anhalt? Da sind es etwa 400. Wobei man natürlich sagen muss, dass sich die NPD insofern auch von anderen Parteien unterscheidet, als dass die Mitglieder bei uns zu einem sehr großen Teil dann auch wirklich Aktivisten sind, die im Wahlkampf auf der Straße sind, die aber auch zwischen den Wahlkämpfen sehr aktiv sind. Also das sind jetzt wenige Mitglieder, die nur zu Hause auf dem Sofa sitzen, sondern die 5.200 Mitglieder, die wir haben, das sind auch wirklich Aktivisten, die dann im Wahlkampf auch auf der Straße stehen, plakatieren, Infostände durchführen. Sonst wären solche Wahlen auch gar nicht zu stemmen für uns. Herr Franz, noch mal eine Frage. Falls es nun doch zu einem Parteienverbot kommt, haben Sie irgendwelche Planungen und Vorkehrungen für sich und auch für die Partei, für das Vermögen? Ja, es gibt natürlich immer für alles im Leben gibt es irgendwie einen Plan B, aber da habe ich momentan überhaupt keine Veranlassung, diese Gedanken zu intensivieren, weil die NPD nicht verboten wird. Wer den Prozess in der letzten Woche verfolgt hat und daraus schließen will, dass wir einem Verbot näher gekommen sind, der hat das Verfahren offensichtlich nicht verstanden. Jürgen Steffen von Zeit Online. Herr Franz, die Einladung zu dieser Pressekonferenz kam ja, glaube ich, nach dem Verhandlungstag. Ist diese Kampagne ein direktes Ergebnis dieses Verlaufs in Karlsruhe? Oder anders, wie lange planen Sie jetzt daran schon? Nein. Also die Kampagne, diese Zweitstimmenkampagne hat nichts unmittelbar mit dem Verbotsverfahren in der letzten Woche zu tun, aber es ist ja, liegt ja auf der Hand, dass man aus taktischen Erwägungen diese Kampagne nicht vor einem Verbotsverfahren präsentiert, damit diese Kampagne dann in der Berichterstattung zum Verbotsverfahren untergeht, sondern dass man das nachgelagert macht. Die letzte Woche bietet sich an und insofern ist das rein taktischer Natur. Was glauben Sie denn, wie viele Erststimmen, die der AfD damit zuschauen würden? Haben Sie irgendeine Vorstellung? Für uns ist nur bedingt von Interesse, wie viele Erststimmen wir der AfD zuschaufeln. Für uns ist natürlich zunächst von Interesse, wie viele Zweitstimmen wir für die NPD generieren können. Ja, dann frage ich mal andersrum. Was glauben Sie, wie viele Erststimmen Sie verlieren werden an die AfD? Das dürfte doch nicht von Interesse. Ja, das ist, ja, aber das ist für uns an der Stelle nicht besonders erheblich. Die NPD ist natürlich eine Partei, die, ich meine, da brauchen wir nicht um den heißen Brei rumreden. Es wird uns nicht gelingen, direkt Mandate zu erringen. Insofern ist für uns natürlich nur die Zweitstimme von besonderer Bedeutung. Um die geht es uns. Und alles andere ist an der Stelle für uns relativ unerheblich. Herr Lischko von der Taz, bitte. Sie ergeben sich als optimistisch nochmal Parteiverbot. Angenommen, das wird tatsächlich so eintreten, Sie werden nicht verboten. Was würde es für Ihre Politik bedeuten? Wie würde sich die Politik ändern? Naja, das große Problem in den vergangenen Jahren war ja, der Antragsteller hat das im Verfahren mehrfach betont, die NPD schaffe ein Klima der Angst. Das Problem für uns ist aber ja so, dass man in den vergangenen Jahren ein Klima der Angst gegen die NPD erzeugt hat. Wir wurden ständig kriminalisiert, es wurde ständig gesagt, die NPD kann man gar nicht wählen, weil die wird sowieso verboten. Und wir gehen natürlich davon aus, dass dieses ständige Verbotsgeschrei, das ja nun seit über 10 Jahren anhält, und diese fortwährende Kriminalisierung gegen die NPD wegfällt
dass also gesagt werden kann, die NPD ist nicht verfassungswidrig, ganz im Gegenteil, das habe ich auch bei Gericht erklärt und auch dort der Presse gegenüber mehrfach erwähnt, dass es uns nicht darum geht, weniger Demokratie zu schaffen oder weniger Rechtsstaat zu schaffen, sondern dass wir daran interessiert sind, mehr Demokratie und mehr Mitbestimmung für die Bürger zu schaffen. Wir wollen nochmal an dieser Stelle ganz deutlich, wir sind, das sagen wir auch selbstbewusst, wir sind keine normale Partei in dem Sinne, dass wir mit den etablierten Parteien kuscheln wollen, sondern wir verstehen uns als letzte Partei der Normalität. Das ist ein grundlegender Unterschied. Normalität hat für uns eben nichts mit den Verhältnissen zu tun, die die Regierung oder die Regierungen seit Jahren in der Bundesrepublik schaffen. Normalität heißt für uns zum Beispiel, dass die Bürger mitentscheiden können, ob wir Mitglied in der Europäischen Union sein wollen, ob wir ein Euro wollen, ob wir ein Einwanderungsland sein wollen. Normalität heißt für uns, dass die Belange der Mehrheit auch berücksichtigt werden und dass man keine Ghetto-Politik für Minderheiten betreibt und das gesamte Volk sozusagen vor diesem Hintergrund außer Acht lässt. Insofern sind wir der Meinung, dass die Nationaldemokratische Partei, die, wenn man das so will, die letzte verbliebene Partei der Normalität ist. Nur wie analysieren Sie denn das, dass eine andere Partei mit ihren gemäßigten Positionen deutlich mehr Erfolg hat als die NPD, die Einwanderung eben komplett ablehnt, sondern eben regulieren? Naja, zum einen schätze ich das so ein, dass die AfD mangels Zeit im politischen Wettstreit etwas an Beliebigkeit krankt. Sie formuliert viele politische Themen nur sehr vage, nur oberflächlich, während die NPD durchaus, dieser Begriff mag etwas abgenutzt sein, aber durchaus eine Partei mit fundierter Weltanschauung ist. Und zum anderen greift natürlich hier das Problem, das ich eben erwähnt habe, dass man die NPD seit Jahren kriminalisiert. Es wird den Bürgern ständig erzählt, die NPD sei verfassungswidrig, sie wolle die Demokratie beseitigen und all das. Und wir gehen natürlich davon aus, dass wenn das Verfassungsgericht jetzt zum Ergebnis kommt, dass wir eben nicht verfassungswidrig sind und dass die NPD nicht verboten werden muss, dass sich hier auch in gewisser Weise ein Zustand der Normalität einstellt und dass wir im politischen Meinungsstreit, im Diskurs mit den anderen Parteien auch wieder normaler agieren können. Es wäre ja vielleicht auch für einen Staat, der sich rühmt, der meinungsfreiste überhaupt zu sein, angemessen, sich mit uns an einen Tisch zu setzen. Wir haben ja davor keine Angst. Aber wenn ich höre, wie der Innenminister Jäger vor Gericht erklärte, dass allein sein Ministerium über 55.000 Mitarbeiter verfügt. Und wenn man sich dann vorstellt, wie gewaltig die Administration der Bundesrepublik Deutschland ist, mit all ihren Institutionen, mit all den Programmen gegen rechts und all den Programmen gegen die NPD, dass dieser Staat auf politischen Wege nicht in der Lage sein soll, sich mit der NPD auseinanderzusetzen, dann frage ich mich, wie ich den Begriff wehrhafte Demokratie überhaupt noch verstehen soll. Ja, nochmal. Ich muss da nochmal nachfragen. Sie sagen keine Absprachen mit der AfD. Natürlich müssen wir die AfD heute fragen, werden sie tun. Was ist denn Ihre Antwort? Komisch, dass es jetzt hypothetisch sein muss, aber wenn die diese Zusammenarbeit und die Bereitschaft Zusammenarbeit strikt zurückweisen und sich gegen diese Kampagne aussprechen sollten, was ist denn dann Ihre Reaktion? Haben wir keine Reaktion zu. Das kann die AfD ja gerne tun. Wenn sie das dementiert oder zurückweist, dann ist das ihr gutes Recht. Und ich habe ja sehr wohl betont, dass es zumindest auf kommunaler Ebene, aber das wurde ja auch in der vergangenen Berichterstattung deutlich, dass es dort natürlich Absprachen gibt und inwieweit es auf Landesebene, zum Beispiel in Sachsen-Anhalt oder in Thüringen oder weiß der Kuckuck wo, Absprachen oder informelle Auseinandersetzungen gibt, das werde ich an der Stelle nicht, dazu werde ich mich an der Stelle nicht auslassen. Also ist das nicht auch ein Versuch, so ein bisschen möglicherweise der AfD zu schaden? Und wir wissen ja genau, dass die AfD, wenn sie tatsächlich Absprachen mit der NPD bekannt würden,
ob das nicht zu deren Vorteil wäre. Man kann sich ja an den drei Fingern abzählen. Wir schaden der AfD ja nicht, wenn wir den Leuten sagen, gibt die Erststimme der AfD. Das sieht die AfD sicherlich anders. Dazu kann sich die AfD ja dann erklären. Ja, die können sich ja kontaminiert fühlen. Ne? Weniger. Wenn Sie sich heute so staatstragend geben, heißt das, dass das, ja, wie soll ich sagen, kriminelle Gewalttäter, kriminelle und Schrägstrich oder Gewalttäter in Ihrer Partei jetzt einen anderen Stand geben müssen als vorher? Also meine Position war zu solchen Geschichten immer klar. Wir lehnen Gewalt als Mittel in der politischen Auseinandersetzung strikt ab. Und wenn sich herausstellen sollte, dass sich Mitglieder gegen das Parteiprogramm oder die Satzung verhalten, wenn sie strafrechtlich in Erscheinung treten, dann werden wir Ordnungsmaßnahmen einleiten. Das war aber auch in der Vergangenheit so. Ist das zum Beispiel im Fall Nau jetzt passiert? Da soll ja einer Ihrer Leute sogar einen Anschlagsplanung, Ausführungen sogar verwickelt sein. Also, was haben Sie da unternommen? Also mein Kenntnisstand ist, dass der Herr in Untersuchungshaft sitzt. Insofern gilt für uns zunächst die Unschuldsvermutung und alles andere wäre jetzt an dieser Stelle spekulativ. Sollte sich an irgendeiner Stelle bewahrheiten oder herausstellen, dass sich Mitglieder strafrechtlich haben etwas zu Schulden kommen lassen, dann werden wir Ordnungsmaßnahmen ergreifen. Und alles andere wäre jetzt hypothetisch oder spekulativ. Da muss ich das auch nochmal nachfragen. Herr Schmidtke hat nach dem Anschlag auf die Turnhalle gesagt, für den Ort sei das ja erstmal gut. Gegenüber dem RBD. Gibt das irgendwelche Konsequenzen? Das ist mir jetzt nicht bekannt. Das war aus dem Zusammenhang gerissen. Ich kenne zwar nicht für den Vorspann auswendig, müssen wir Herrn Schmidtke nochmal dazu befragen, aber es war vollkommen und unfair aus dem Zusammenhang gerissen. Also Herr Schmidtke hat niemals diesen Brandanschlag gutgeheißen oder geäußert, würde der NPD nutzen. Sehen Sie mal einen Schlag ins Gesicht, wenn sowas vorfällt, egal von wem es durchgeführt wird, sind wir ein Schlag gegen die NPD oder ein Schlag gegen Deutschland. Ich will das auch an der Stelle nochmal ganz deutlich herausheben. Also wir begrüßen es in keinster Weise, das ist doch selbstverständlich, wenn irgendwo ein Asylbewerberheim in Flammen aufgeht. Man muss ja auch bedenken, dass wenn so etwas passiert, wenn überhaupt es irgendwo Übergriffe auf Asylbewerber oder ähnliches gibt, ist uns natürlich vollkommen klar, dass man zunächst einmal rechte, rechtsradikale Motive in Erwägung zieht. Und das ist für uns natürlich nicht positiv. Insofern haben wir daran in keinster Weise irgendein Interesse. Uns ist ja auch klar, dass Asylbewerber nicht die Schuld an den Zuständen in der Bundesrepublik tragen. Unsere Kritik gilt der politischen Klasse, die es zu diesen Zuständen hat kommen lassen. Zumindest war es auf alle Fälle eine Punktlandung. Das Jahr hatte sogar noch einen Tag mehr als sonst. Das war genau auf dem 1. März. Eben diese Geschichte enthüllt, also hat zumindest da einen faden Beigeschmack, ohne jetzt die Geschichte zu relativieren, aber da können Sie sich auch Ihre Gedanken machen. Das ist also genau punktgenau zum Start des Verbotsverfahrens in Karlsruhe diese Aktion eben hochgekocht wird, beziehungsweise gelüftet wird. Gab es denn überhaupt schon mal ein Parteiordnungsverfahren? Ich meine, zum Beispiel den Kollegen Hähne, der hier ist, den habe ich ja mehr als einmal vor Gericht in seiner Rolle als Angeklagter gesehen, im Zusammenhang mit strafrechtlich relevanten Vorwürfen. Also, gab es das in der NPD schon mal, dass jemand dann auch aus der Partei ausgeschlossen wurde oder ähnliches? Ja, das gab es. Man muss aber auch sehen, dass beispielsweise auch der Bundesrat beim Verbotsverfahren etliche vermeintliche Belege angeführt hat, wo es um strafrechtliche Relevanz ging, nur wenn man diesen Belegen nachgeht. Das haben wir ja umfänglich in unserem Schriftsatz von über 560 Seiten haarklein dargelegt, den wir übrigens wahrscheinlich in der nächsten Woche öffentlich zur Verfügung oder diese Woche öffentlich zur Verfügung stellen werden, dass wenn man diesen Belegen nachgeht, dass man ganz oft zu dem Ergebnis kommt, dass diese Verfahren, die dort angesprochen werden, eingestellt werden. Also es kommt nur sehr selten überhaupt zu Verurteilungen und wenn wir der Auffassung sind, dass ein entsprechendes Verhalten für die Partei nicht tragbar ist, dann werden wir Ordnungsmaßnahmen einleiten. Und zu Einzelfällen, das habe ich mehrfach gesagt, mache ich keine Aussagen. Bitte. Ich hätte gerne gleich, Herr Franz, Ihre Reaktion auf die Reaktion der AfD auf Ihre Kampagne. Ich habe gerade per SMS bei der Pressestelle nachgefragt und auch dieses Bild geschickt, was Sie, diese Kampagne verkauft. Und da wird gesagt,
von dem Pressesprecher des Bundesverbands. Mit der NPD haben wir keinerlei Schnittmengen. Eine Zusammenarbeit, auf welcher Ebene auch immer, ist nicht erwünscht. Die ehemaligen NPD-Mitglieder können bei uns auch nicht aufgenommen werden. Die AfD wird jedes Angebot dieser Partei ignorieren. Nehme ich zur Kenntnis. Verpufft dann Ihre Aktion? Das bezweifle ich, dass sie verpufft. Würden Sie nicht dann, oder Herr Schwer wird es ja wissen, als die Juristen seine rechtlichen Schritten, zum Beispiel gegen die Plakate, rechnen, wenn es da gar keine Absprachen gibt? Also Jurist bin ich nicht, das ist mal vorneweg. Ich bin zwar Leiter der Abteilung Rechtswesen in der Partei verstanden. Und um Ihre Frage zu beantworten, wenn wir also ein Plakat machen, wo drauf steht, Erststimme AfD, also wählt die AfD, welche juristischen Schritte soll dann die AfD gegen uns einhalten? Zwei weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann danke ich für Ihr Kommen und ich gehe fest davon aus, es wird ein spannendes Jahr, sowohl für die deutsche Innenpolitik als auch Außenpolitik und natürlich auch für die NPD. Wir werden uns mit Sicherheit das eine oder andere hier in Berlin oder in Karlsruhe dann über den Weg laufen. Ich wünsche eine gute Heimfahrt und bis zum nächsten Mal. Es soll noch Bedarf bestehen für Einzelgespräche. Wir bleiben auf alle Fälle noch ein paar Minuten hier. Dann ist das auf alle Fälle möglich. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.